Hallo, ihr Süßen. Und zwar habt ihr euch ein Video gewünscht, wie man die Lampen zusammenbaut, weil da stehen immer wieder mal viele davor, da kriegt man dann die Packung und dann, wie wird denn das jetzt zusammengebaut und was sind dann so Gummis dabei, wo kommt da was hin? Und ja, hier bin ich und setzt das gleich mal in die Tat um. Also, ihr bekommt dann immer zwei so kleine Kartons. In einem ist die Glühbirne und der Wandstecker drinnen und in einem Hallöchen und in dem anderen ist der Schirm drinnen. Also jetzt immer drei Teile. Einmal die Glühbirne, die schraubt ihr hier. Das blendet heute so, weil die Sonne so scheint. Also einmal die Glühbirne und unten drunter ist da auch so ein weißer Gummi, so ein dickerer Gummiring. Den sieht man jetzt gar nicht. Ich kann ja euch das zeigen mit dem Licht. Also hier innen drinnen ist dieser dickere Gummiring, den tut man hier rein. Bei Glas ist wieder extra wie Keramik. Dann haben wir ja welche auch in Keramik, die werden nicht geschraubt, sondern so gesteckt. Also die haben hier so eine Einrundung und das wird dann echt nur so reingemacht und reingesteckt. Und die anderen, die werden ja reingeschraubt, die haben so eine Schraubfassung. Ich kann euch das gar nicht so nah hinzeigen, weil dann da die Sonne so blendet. Ja, ich ein bisschen näher herholen vielleicht. Überall. Genau. Und zwar hier. Da habe ich auch, also ich teste es selber mal aus, das sind diese Gummis eben. Ich habe jetzt beide drauf getan, seht ihr das? Einmal diesen dünneren Gummi und das ist echt dünner. Das stelle ich euch mal ein bisschen darüber. Hier, ja genau, da scheint die Sonne nicht so her. Also einmal habe ich hier den dickeren Gummi und einmal hier diesen dünnen. Ich tue jetzt beide mal drüber. Also entweder nur den dünneren, wenn du den drüber kriegst, der kommt echt hier so ganz unten rein. Dass der hier unten dran ist und hier, wenn man den dann reintut, dass der halt fest ist und nicht wackelt. Also, dass ihr da den einfach fest habt. Gerade so. Das ist bei Keramik. Bei Keramik, die kann man einfach stecken und genau, dann hält der Bomben fest. Hier habt ihr auch wieder euren An- und Ausschaltknopf. Hier vorne ist, ich zeige es euch hier mal so, der Knopf, der ist zum Drehen, falls ihr senkrecht oder waagrechte Steckdosen habt. Und hier ist die Glühbirne, die könnt ihr einfach, so kommt das extra, einfach da reinschrauben. Genau, und das sind dann eben diese Gummiringe, die kommen immer hier unten rein. Also ich schaue entweder einen, den dickeren, aber den dünnen tue ich manchmal auch nur mit rein. Na, hat. Kann man mal gucken, bei manchen Lampen passt es immer besser, da kann man individuell schauen, wie es passt. Ich schaue einfach immer, dass sie beide reinhauen. Hallöchen. Genau. Und da kann man eben auch drehen bei der. Und die Glasfassung, die schaut halt so aus. Und die hat hier innen diesen Gummiring drinnen. Also den kriege ich jetzt nicht mehr raus, der ist da schon innen drinnen. Aber hier drinnen ist so ein dicker, dieses weiße Breite, der ist hier innen drinnen, der Gummiring. Genau. Und dann kann man das auch einfach so zusammenschrauben, also drehen. Und dann ist das auch fest. Genau. Ich habe euch auch extra noch eine Wandsteckerlampe oder halt eine Mini-Duftlampe mit Unterteil gebracht. Also ihr kriegt diese kleinen Schirme, diese Mini-Duftlampen, immer mit als Wandstecker könnt ihr die aussuchen. Die kosten immer 28 Euro oder die kosten immer 42 Euro. Also sind immer diese gleichen Schirme. Also Glas passt auch auf Glas, Keramik passt auf Keramik, weil die ja dann wieder so ein anderes Gewinde haben. Also gerade hier kann ich das auch aufmachen. Und da ist auch wieder dieser Gummiring hier drinnen. Seht ihr das? Dieser weiße Ring. Also ihr hört es vielleicht, hier stand dieser weiße Gummiring drinnen. Da wieder die Glühbirne, die einfach hier reinschrauben. Genau. Und dann könnt ihr einfach hier den Schirm eben draufdrehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt das gleiche gekauft habt, Glas auf Glas, also da müsst ihr aufpassen, dass ihr Glas auf Glas und Keramik auf Keramik, wenn ihr sagt, ihr wollt hier auch mal tauschen. Weil ihr könnt dann auch sagen, okay, ich will jetzt die Wandsteckerlampe hier mal drauf tun. Dann könnt ihr die hier draufschrauben. Da ist der An- und Ausschaltknopf da hinten. Und ihr habt hier auch immer so ein Kabel dabei, wo 1,5 Meter lang ist, circa. Das passt dann auch immer super, wenn man hier so Schränke hat, um das hier mit draufzustellen. Da kann man das Kabel hinten reintun. Und genau, so könnt ihr das dann einfach flexibel umändern. Weil das ja eben,
nur so zum Stecken ist. Die haben dann einen anderen Unterteil, wo eben nur zum Stecken ist und nicht zum Reinschrauben bei Keramik. Genau. Also da gibt es nur diese zwei Dinger, dass er da drauf achtet, weil er sagt, okay, ihr wollt die vielleicht mal tauschen und die andere eben drauf tun. Ich dachte, ich mache euch hier extra gleich das Video und setze es euch gleich mal um. Einmal hier, wie man die eben zusammenbaut, weil viele wissen es nicht. Man hat, hast da extra solche Teile, dann sind da Gummiringe. Wo kommen die Gummiringe jetzt hin? Und zwar ja bei mir am Anfang selber ja genauso. Weil wenn ihr jetzt gerade eben kurz Zeit habt, falls ihr noch was wissen wollt, schreibt es mir gerne mal rein, wie man das Wachs wechseln kann. Also jetzt gerade auch, wenn es fest ist, das gibt ja diesen Orangenschäler von dem Tee, also von dem Tupperding. Genau, da könnt ihr dann den Orangenschäler nehmen. Ihr könnt es genauso gut einen Löffel nehmen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Wenn ihr jetzt einen kleinen Löffel habt, da kann man einfach, also auch entweder mit diesem Orangenschäler oder es gibt ja auch diese Sensi-Spatel, wo hinten mit der Rückseite kann man es auch machen, aber mit einem ganz normalen Löffel geht es auch. Fährt man da unten rein. Mal schauen, dass ihr das auch seht. Okay. Normal ploppt es dann immer so hoch. Das geht bei dem nicht so gut jetzt, gell? Also da habt ihr das dann so raus. Könnt ihr das so rausholen? Das habe ich vorher vielleicht angehabt, das ist dann schwierig. Also bei dem kannst du besser in der Hand halten, normal. Vielleicht habe ich auch diesen blöden Löffel. Am besten ist auch immer, wenn ihr das kurz vorher leicht anmacht, so 2-3 Minuten, dass das einfach so ein bisschen warm wird. Nachher geht das leichter auch raus. Aber so könnt ihr die auch noch aufbewahren in so ein kleines Tütle. Der Vorführeffekt, gell? Immer so. Ja, ich mache es ja auch meistens jetzt mit dem Spatel, aber früher habe ich es immer mit dem Löffel gemacht. Genau, und dann kann man die auch aufheben, man hebt die auch immer gern auf, weil die duften immer noch. Und viele, das gebe ich euch auch noch als Tipp, wenn ihr die sagt, okay, riecht nicht mehr so intensiv, ihr könnt das rausnehmen und einfach nur mal umdrehen, weil das Duftöl sammelt sich dann immer unten ab, jedes Mal, wenn es dann wieder flüssig ist. Und wenn man das dann mal wieder umdreht, dann habt ihr das zuerst auch mal oben dran. Das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Und genau. Also mit so einem Löffel geht es eben auch und sonst könnt ihr es auch ganz normal flüssig werden lassen mit Wattepad, Wattebäuschen, Seewas, einfach aufsaugen lassen und wegschmeißen. Achso, genau, weil viele wissen es, warum machen wir das? Unser Wachs, das wird nie weniger, also da verschwindet nur der Duft, der verfliegt irgendwann, aber ihr könnt das ein Jahr laufen lassen, ein halbes Jahr, und das Wachs wird nicht weniger. Also bei uns ist das Wachs, weil es ja niedrig erwärmt wird, auf nur 54 Grad, ganz schonend, wird es nur erwärmt und nicht verbrannt, wie bei einer offenen Flamme. Da entstehen dann nicht diese giftigen Stoffe und somit habt ihr hier das Wachs, das wird einfach nicht weniger. Genau, und so ist es halt super, könnt ihr es entweder aufbewahren oder wenn ihr wirklich nichts mehr riecht, sagen, okay, wenn es flüssig ist, einfach mit dem Wattepad tue ich es aufsaugen und dann wegschmeißen. Dann passt es. Genau, unser Wachs ist aus Paraffinbasis, also das hat Lebensmittelqualität. Falls da mal jemand reinbeißt oder die Katzen oder Hunde mal neischlappern würden oder so, kann nichts passieren, weil es einfach Lebensmittelqualität auch hat. Man soll zwar jetzt nicht unbedingt essen, aber genau, ist für viele auch wichtig. Und jetzt, gerade mit den Lampen, das ist ja super, die werden nur auf 54 Grad erwärmt. Ihr könnt euch nicht, die Kinder können sie nicht verbrennen, gerade wenn kleine Kinder, die wo da immer reinlangen oder da ins Wachs vielleicht neidatschen oder so. Es kann halt nichts passieren und das finde ich halt super bei uns. Und ja, wie ihr seht, jetzt wisst ihr auch, wie man es zusammenbaut. Ich hoffe, das hilft euch weiter, das Video. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne mal rein und dazu. Und ja, soll ich mal nur den Spatel zeigen, wo ich sonst habe. Hier Nummer 1, das ist dieser Spatel und der hinten, der hat dann auch, das ist so aus Kunststoff, da kommt man dann schön unten rein. Warte mal, Luca, geh mal weg mit deinem Ton, ich mach gerade ein Video.
Und dann war ich da auch einfach, das ist so schwierig, ich muss da immer hier reingucken, dass sie reinkommen. Und wenn ich schauen will, dass sie euch das zeige, Video, dann hat, kriege ich das immer nicht so hin. Und dann kriegt sie das eben raus. Und den drehe ich auch gleich mal um, tun von der anderen Seite mal nochmal, dann laufen lassen. Und so funktioniert das ganz gut. Und ja, finde ich echt cool. Diese Spatel gibt es da eben. Aber es sind immer wieder mal ausverkauft bei uns im Beraterstore, können wir die uns immer holen. Und ja, mit dem geht es echt super. Oder wegen auch mit diesem orangen Schäler ist ja genau das Gleiche. Also das geht eh super. Das haben auch ganz viele zu Hause. Und hier, das ist jetzt zum Beispiel auch so Metall. Metall ist auch so zum Stecken wie bei Keramik jetzt. Da ist Gummiringe sind auch hier unten wieder. Seht ihr das? Da habe ich auch beide drinnen. Da ist eins. Und der zweite ist auch hier. Seht ihr, das sind beide. Und der ist auch einfach da unten drin. Und der ist zum Stecken jetzt. Und dann stecke ich das, drehe das einfach rein und dann ist das wieder fest. Genau. Na gut, das war's von mir. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir gehen jetzt noch raus. Die Sonne scheint heute. Morgen sind wir im Legoland. Und ja, das sind wir heute. Heute schön im Wetter genießen. Morgen soll es, glaube ich, regnen. Aber wir machen uns trotzdem einen schönen Tag im Legoland. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr gerne mal so eine Lampe ausleihen wollt zum Austesten für eine Woche, gebt ihr mir gern Bescheid. Ihr habt noch ein paar zu Hause. Und dann einfach eine Woche austesten und mir dann einfach wieder zurückschicken. Genau. Und falls jemand nur eine Homeparty will, nächste Woche habe ich einen Urlaub, da wäre ich komplett frei. Also falls jemand spontan eine Homeparty oder Taschenparty will, gibt es mir einfach Bescheid. Also bis dann. Tschüssi.